Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung. Wie war denn euer Pfingstfest? Was habt ihr angestellt? Wart ihr im Wald und habt dort gefeiert oder Rührei gegessen und Speck? Seid ihr gewandert oder wart ihr in Gottesdiensten? Das würde mich schon interessieren, wie euer Pfingstfest war. Von meinem Pfingstfest zehre ich noch so ein bisschen. Es hat mir diesmal sehr viel Kraft gegeben und hat mich sehr ermutigt und ja, mir Beine gemacht, dieses Pfingstfest. Ich hatte ein bisschen Zeit mit der Familie, das war super schön. Wir haben mit unseren Töchtern zusammengesessen, wir haben auch Besuch von guten Freunden gehabt und einen netten Abend am Sonntag verbracht. Das war richtig schön. Und dann in den Gottesdiensten. Am Sonntag in drei Gottesdiensten, in einem davon mit einer Taufe und einer davon Open Air. Am Sonntag ging es um den Geist der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das war unser Thema. Und wir haben darüber nachgedacht, wovon uns der Geist Gottes frei machen will und wozu uns der Geist Gottes frei machen will. Und haben das kräftig gefeiert. Gottes Geist macht frei. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und am Montag dann, ja, da war eigentlich auch ein Open-Air-Gottesdienst geplant im Reinhardsroth, aber dann hat es fürchterlich geregnet und wir haben den Gottesdienst kurzerhand verlegt in die Breitenbacher Kirche. Und es war richtig schön auch. Und da haben wir nachgedacht über den Geist der Kraft. Unser Thema war der Bibelvers, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir haben gefeiert, dass Gottes Geist uns kräftig macht, aber auf eine ganz sonderbare Art und Weise. Keine Kraft der Gewalt oder so, sondern eine liebevolle, eine besonnene Kraft, eine Kraft, die sich im langen Atem erweist. Mir hat dieses Pfingstwochenende richtig neue Power gegeben und neue Lust gegeben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Gedanken auch mit in die neue Woche nehmt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist eine ganz besondere, sanfte Kraft am Werk. Und das ist in euch so. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.